Liebe Geschwister, wir alle verfolgen als Bürger, im Speziellen als Muslime, die Ereignisse in Sachsen, in Chemnitz. Und das macht was etwas mit uns. Und nicht nur die letzten Ereignisse, sondern überhaupt die letzten Monate, die letzten Jahre mit ihren Entgleisungen, die Entwicklung vom Rechtspopulismus auf der Straße hin auf der Ebene der Politik, in der Parteilandschaft, der Aufstieg der AfD, die Entgleisungen auch von anderen politischen Parteien und deren Vertreter, die, um die AfD zu bekämpfen, zur AfD selbst werden, ja, und selber zu dieser mutieren. Und irgendwo kommen ja auch die Politiker her, die sich innerhalb der AfD finden, die kommen ja auch aus anderen politischen Parteien und waren dort ehemals aktiv. Ja, in Frankfurt haben wir ja auch ein berüchtigtes Beispiel. Und subhanallah, das macht etwas mit uns. Das macht etwas mit uns. Es arbeitet in unserem Herzen und nicht immer auf die richtige Art und Weise. Am Tag des Opferfestes, ich war mit meiner Familie unterwegs zu einem Park, um ein bisschen zu spielen, und das Schicksal Allahs überrascht, subhanallah. Und ich war in meinen Gedanken versunken und auf einmal höre ich, hey, kann ich einmal den Ball haben? Ich habe, um mit meinen Kindern zu spielen, einen Ball mitgehabt. Und es war dieser Moment, wo das rauskommt, was im Herzen ist. Und ich habe gesagt, ja, aber wenn du den nicht zurückgibst, dann haben wir ein Problem. Und gut, ich habe den Ball gegeben und dann hat er ein bisschen rumgedribbelt und ihn zurückgegeben. Und ich bin dann gegangen und ich habe gemerkt, subhanallah, ich habe mich wie ein Asozialer verhalten. Woher kam das? Und es hat mich beschäftigt. Ja, das, was wir erleben, es macht was mit unserem Herzen. Ja, wir sind nicht mehr so aufgeschlossen, sind nicht mehr so freundlich. Wir haben Erinnerungen. Ja, wer weiß, was passiert. Und ja, wir wollen, müssen Stärke zeigen und ja, die Dinge im Keim ersticken. Und subhanallah, ich habe mir vorgenommen, ich muss mich bei diesem Mann entschuldigen. Ja? Er war etwas angetrunken. Ja, und er kam irgendwie überraschend. Ja? Aber dennoch, das war nicht richtig. Und 2 Stunden später begab ich mich zum selben Ort, der eben auch aufgesucht wird, um Alkohol zu trinken. Wie gesagt, an dem bin ich nur vorbeigelaufen. Und er war nicht mehr da. Und ich hatte Getränke eingekauft, um ja, Saft, um so eine Art, ja, um mich wirklich zu entschuldigen. Er war nicht da. Und ich lief nach Hause und es beschäftigte mich, dass eine Rechnung offen ist. Aber Allah gab mir ein schönes Zeichen, denn jemand anderes, den ich kenne, der auch bedürftig ist, in dem Moment, wo ich an meiner Haustür war, ja, kam er vorbei und ich konnte ihm eines der Getränke geben. Und subhanallah, das war tatsächlich eine frohe Botschaft, weil 1-2 Tage danach habe ich die Person wieder getroffen und habe mich bei ihr entschuldigt, habe gesagt, du, ich war asozial zu dir gewesen, es war nicht richtig, dass ich so auftrete. Und er hat diese Entschuldigung auf beste Art und Weise angenommen, indem er sich auch entschuldigt hat. Er sagt, ja, ich war ein bisschen angetrunken, ich war ein bisschen, ja. Und so haben wir dort gestanden und einen schönen Austausch gehabt. Und vielleicht erlebt ihr auch solche Ereignisse. Vielleicht, weil wir auch müde werden. Ja, wir sind seit 10, 20, 30 Jahren am Erklären und am freundlich Einladen und immer wieder dasselbe sagend. Und manchmal kann es frustrierend sein. Ja, wir haben das Gefühl, wir sind ein Hamster im Hamsterrad und wir rennen und rennen und rennen und rennen und rennen. Aber kommen wir voran? Nein, wir kommen raus und wir sind ja, im selben Käfig der Vorurteile der anderen wie Jahre zuvor. Und er ist sogar noch schlimmer geworden, dieser Käfig von Vorurteilen und damit verbundenen Repressionen und Diskriminierungen. Und subhanallah, wenn wir schauen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Prophetengefährten in Mekka erzogen hat, achtete er darauf, dass diese, ja, dass Rachsucht und Aggressivität und ja, Egoismus, dass man sich selbst in den Mittelpunkt stellt, dass dies nicht in den Herzen der Sahabis Einzug findet. Subhanallah. Und die Sahabis lernten Vergebung und sie lernten, auf Rache verzichten zu müssen.
um dann später auch gerne auf Rache zu verzichten. Und sie betraten Mekka, subhanallah, auf eine eindrucksvolle Art und Weise. Ja, die Befreiung Mekka, subhanallah, ist eine Lektion für die Geschichte, subhanallah, und eine bleibende Lektion für uns Muslime im Speziellen. Und das ist in den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verankert. لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. Man kann zwei Fehler machen. Der eine, dass man konfliktsüchtig wird. Ja, aber der Prophet sagt, das sallallahu alaihi wasallam, wünscht euch nicht die Begegnung mit dem Feind. Da, wo dieser Wunsch da ist, ja, da, wo man Lust auf, ja, Konflikt hat, da ist das Herz bereits erkrankt. Und andererseits, aber wenn er unausweichlich ist, wenn man Stellung beziehen muss, und das müssen wir, liebe Geschwister, darf man nicht den anderen Fehler machen, nämlich untätig sein. Sich zurückziehen oder schwach werden, weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, aber wenn ihr ihm begegnet, dann seid standhaft. Dann seid standhaft. Einige von uns, beispielsweise, wenn wir als Kinder und Jugendliche aufwachsen und wir begegnen Rassismus, Islamfeindlichkeit oder einem Kulturrassismus oder einem Sozialrassismus seitens der Lehrer oder seitens des Systems insgesamt, wir spüren das. Ja, wie gesagt, die PISA-Studien haben nachgewiesen, dass unser auch jetziges Schulsystem dreifach diskriminiert. Menschen aus ärmeren Familien, Menschen aus bildungsfernen Familien und Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist bestätigt. Das ist ein Systemproblem, was wir haben. Aber dieses System hat ja auch Gesichter. Und was machen wir? Wir machen genau das teilweise, also wenn wir in der Situation sind, was diejenigen, die auch gegen uns arbeiten wollen. Wir machen unsere Hausaufgaben nicht. Wir kommen, wenn, dann zu spät. Und wenn, dann sind wir nicht da und nicht aufmerksam und stören den Unterricht und einen Brief nach dem anderen und eine Klassenkonferenz nach der anderen. Ja? Und wir nehmen die Schule nicht ernst. Auch mir, liebe Geschwister, sind solche Erlebnisse nicht erspart geblieben. Aber ich sage euch, selbst wenn ihr auf Rache sinnt, und das tat ich eine Zeit lang, und ich nahm sie mir auch, dann nehmt sie auf die beste Art und Weise. Nach meinem Abitur als Student habe ich mit zwei anderen ehemaligen Klassenkameraden, meine Grundschullehrerin besucht. Ja? Und ich habe es ihr unter die Nase gerieben, dass ich Abitur geschafft habe und dass ich studiere. Und ja, auf eine kluge Art und Weise. Und es gab mir eine gewisse Genugtuung. Ja, und zu dieser Art von Genugtuung, liebe Geschwister, ja, diejenigen, die sich in der Situation befinden, zu dieser Art lade ich ein. Frankfurt W 2523, aber das können nicht unsere Leute sein. Das kann niemand von unseren Leuten sein. Ja? Frankfurt W 2523. Weil wir wissen, wie wir zu parken haben. Ja? Und wir wissen auch auf die Geschwister, die Parkplätze draußen regeln. Wir wissen auf sie zu hören. Ja? Das ist keiner von uns, Bruder Munir. Ja? Also komm nicht noch mal rein. Und ja. Nein, Mashallah, er ist einer von ihnen, ja, die draußen für Ordnung sorgen. Das sind unsere Nachbarn und sie haben Rechte. Holt euch Genugtuung, indem ihr gerade das erreicht, was andere zu verhindern versuchen. Seid erfolgreich in der Schule. Macht eure Ausbildung. Ja, zwei Brüder erzählen mir, sie machen aktuell ihren Meister. Und werden dann auch Auszubildende aufnehmen können. Ja, hängt an das Bachelor, das Masters dran und so weiter. Seid fleißig. Gründet eine Familie. Haltet euch fern von Problemen. Und dann meldet euch bei euren Lehrern. Ein paar Jahre danach. Ja? Und dann sagt, ja, ich habe ihre Erwartungen übertroffen. Sie haben nicht gemerkt, was in mir schlummert. Doch, einige von ihnen haben es gemerkt, aber sie wollten es nicht fördern. Und macht niemals den Fehler und bewertet euch selbst gemäß der Negativzuschreibungen anderer. Macht den nicht. Weil dann setzt ihr euer Schicksal auf die Schiene, die vorbereitet wurde von denen, die euch hassen.
Und ihr fangt an, euch seltsam zu verhalten. Ich kann mich daran erinnern, in der Grundschule, mir ist etwas passiert, der Hausmeister, er sagte, du hast das und das gemacht. Und ich habe es nicht gemacht. Und wenn man verdächtigt wird, wenn man Negativzuschreibungen bekommt, das macht was mit einem. Und ich erinnere mich daran, ich wollte dem Hausmeister dabei helfen, mich nicht zu verdächtigen. Was habe ich erzählt? Ich habe gesagt, das war mein Bruder gewesen. Gar kein Bruder, ich habe gar keinen Bruder. Ja? Der sieht so ähnlich aus wie ich. Irgendwas habe ich erzählt. Ja, und vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, ihr seid im Laden und ihr merkt, irgendjemand beobachtet euch. Ja, und das ist kein Kunde, der arbeitet dort. Ja? Und dann auf einmal, ihr merkt, wie ihr euch komisch verhaltet. Und ihr merkt ja, eigentlich verhalte ich mich jetzt so, nachdem ich gemerkt habe, dass er mich beobachtet, dass ich beobachtungswürdig bin. Ja, so. Man dreht sich um. Ja? Man verhält sich nicht mehr als normaler Kunde im Laden. Ja? Ich bin einmal dann, ich habe gesucht, wo ich habe Beratung gebraucht im Schlecker. Und ich suche, niemand ist da, niemand ist da, niemand ist da. Dann denke ich, ja gut, dann gehe ich doch mal da in die Tür. Irgendein Mitarbeiter muss doch da sein. Also die Tür war offen. Und auf einmal merke ich, der Mitarbeiter saß die ganze Zeit am Bildschirm und hat mich beobachtet, wie ich durch die Gänge laufe. Ich sage, ja, hier sind Sie. Ich sage, ja, Sie dürfen hier nicht. Ja, ich war noch nicht mal richtig drin. Ich wollte nur fragen, ob jemand da ist. Ich brauche Beratung. Ich brauche dieses und jenes. Können Sie mich da beraten? Umgebt euch von Leuten, die euer Potenzial erkennen. Die darauf aufbauen. Das ist wichtig, liebe Geschwister. Wir wollen nicht die Beschreibung bestätigen, die Menschen, die uns hassen, aus vielfältigen Gründen. Zuallererst aus Selbsthass, weil sie kein Leben haben. Und ihr Leben kann nur erfüllt werden durch die Unterdrückung anderer. Und sie können sich selbst nur einen Wert geben, wenn sie sehen, andere sind in ihren Kriterien noch niedriger als sie. Da müssen wir aufpassen, liebe Geschwister, dass wir nicht das werden, was andere uns an den Kopf werfen. Subhanallah, wenn wir schauen, was wollte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka? Er wollte die Herzen gewinnen. Er wollte die Herzen gewinnen und er hatte die Dunya überhaupt nicht im Herzen. Und was tat er, subhanallah? Er verhielt sich wie ein Edelmann. Und er lehrte die Sahabi, sich wie Edelmänner zu benehmen. Es ist beispielsweise im Musnad von Imam Ahmad überliefert, Anas überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Menschen zum Islam eingeladen hat und in diesen Gesprächen haben sie ihn um etwas gebeten. Niemals hat er zurückgehalten. Immer hat er gegeben. Und einmal gab er einer Person, die fragte, eine Herde von Schafen, die Fläche zwischen zwei Hügeln füllte. Und diese Person, subhanallah, diese Person ist zu seinem Volk zurückgekehrt und hat gesagt, nehmt den Islam an, Muhammad gibt, als ob es keine Armut gäbe. Im Sinne von, also er gibt, ohne zu denken, dass er dadurch arm werden könnte. Ja? Sallallahu alaihi wasallam. Und es war Safwan ibn Umayyah, interessante Biografie, der berichtet bei Allah, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mich beschenkte, war er die Person, die ich am meisten hasste. So, als er Geschenke von ihm bekam, war ich die Person, die ihn am meisten, also er war die Person, die ich am meisten hasste in meinem Leben. Aber er fuhr fort, mir zu geben und zu geben, bis er die Person wurde, die ich am meisten liebe. Haben wir die Kraft dazu, liebe Geschwister? Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, es ist sehr schwer. Als einmal eine Person mich nach dem Kopftuch fragte, bei mir ist da der Geduldsfaden gerissen in dem Moment. Ich sagte, weißt du, wie oft ich diese Frage schon beantwortet habe? 1000 Mal. Ja. Aber die Person sagte mir, weißt du, wie oft ich diese Frage gestellt habe? Zum ersten Mal. Wir müssen aufpassen, dass uns nicht die Geduld ausgeht. Wir müssen aufpassen, dass den berechtigten Ärger,
den wir auf Politiker haben, und wir haben noch Zeit in der heutigen Khutba, wir werden noch einiges ansprechen, den berechtigten Ärger, den wir auf Politiker haben, den dürfen wir nicht auf unsere Nachbarn abwälzen, auf unsere Mitmenschen abwälzen. Der Frust, der uns drinsteckt, aufgrund dessen, dass die Medien überhaupt erst diesen Rechtsruck ermöglichten, da werden wir auch kurz darüber sprechen im späteren Verlauf. Dieser berechtigte Frust, den dürfen wir nicht an anderen auslassen. Sondern wir müssen wie der Prophet sein, sallallahu alaihi wasallam. Der war, der am meisten lächelte. Der war, der am meisten gab. Und der versuchte, den Groll aus den Herzen der Menschen herauszunehmen. Und mit Erfolg. Bis auf wenige, für die Allah Ta'ala auch den Islam nicht schrieb. Und für die Allah Ta'ala auch nicht schrieb, dass sie jemals ein friedliches Miteinander haben wollen. Ja, aufgrund ihrer Entscheidung. Allah Ta'ala überlässt den Menschen ja die Entscheidung. Imma shakira wa imma kafura. Ob er nun dankbar dafür ist und das Gute annimmt oder ob er dies zurückweist und leugnet, diese Möglichkeit. Haben wir dieses Herz? Haben wir diese Geduld? Haben wir auch die Hoffnung, subhanallah? Haben wir die Hoffnung? Wenn wir schauen, subhanallah, die geehrten Prophetengefährten, die ihr Vermögen gegeben haben, die ihr Blut auf dem Schlachtfeld in der Verteidigung des Islams gelassen haben. Viele von ihnen, ein Großteil von ihnen, hatte zuvor auf hasserfüllteste Art und Weise den Propheten bekämpft, sallallahu alaihi wasallam. Sehen wir, ja, in denjenigen, mit denen wir reden, über Gerechtigkeit und über Frieden, sehen wir in ihnen potenzielle Mitstreiter, auch wenn sie die Religion nicht annehmen? Sehen wir in ihnen potenzielle gottergebene Muslime, die später einmal mit uns beten werden, mit denen wir verwandtschaftliche Beziehungen unterhalten werden? Denn das tat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er gab Prophetengefährten, die wir, ja, mit denen wir nur Positives verbinden, die allerdings, wie gesagt, 20 Jahre teilweise den Propheten bekämpften, er gab ihnen diese Perspektive, ich sehe auch Gutes in dir. Wir sollen nicht diesen krankhaften Hass, den wir teilweise bekommen, in uns aufnehmen und so werden wie diejenigen, die wir verabscheuen. Sondern auch wir sollen, ja, in unserem rassistischen Lehrer meinetwegen, der hier und dort einigen begegnet, nicht, dass alle so sind, aber einige sind so. Ja, wir wollen nicht verallgemeinern, wie über uns verallgemeinert wird. Und wir wollen nicht über all diese Menschen das denken, was sie über uns denken. Nämlich, dass sie hoffnungslose Fälle sind oder dass sie hoffnungslose Fälle sind. Und das, liebe Geschwister, kostet Kraft. Es ist nicht leicht. Weil man wird, wie im Koran angekündigt wird, einiges hören, was einen verletzt. Und die Prophetengefährten, subhanallah, was sie alles erlebten. Sie erlebten Folter. Sie erlebten, dass sie ausgehungert wurden. Ja, knapp 3 Jahre gab es einen Boykott. Niemand durfte einen Muslim heiraten. Niemand durfte von ihm etwas kaufen. Niemand durfte ihm etwas verkaufen. Niemand durfte mit ihm politische Allianzen eingehen. Und wer das tat, der wurde selber boykottiert. 3 Jahre lang wurden die Muslime ausgehungert. Subhanallah. Und dann kam der Moment und sie betraten Mekka siegreich. Was passierte? Ja? Ist in den Straßen Blut geflossen, wie als die Kreuzritter Jerusalem einnahmen? Gab es Schreie und Subhanallah, der Prophet vergab. Und der Prophet zitierte Koran. Qala la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kein Tadel, keine Kritik über euch an diesem Tag. Allah möge euch vergeben. Und er ist der Barmherzigste der Barmherzigen. Subhanallah.
Manche konnten es nicht glauben. Ich lese mal vor aus einer Sira. In der Zwischenzeit hatten die meisten Mekkaner ihren Treueeid geschworen. Suhail war eine Ausnahme. Nachdem er in seinem eigenen Haus Zuflucht genommen hatte, schickte er nach seinem Sohn Abdullah und bat ihn, sich für ihn beim Propheten zu verwenden, also Fürsprache für ihn einzulegen. Denn trotz der Generalamnestie, ja, trotz der Vergebung, die der Prophet ausgesprochen hatte, sallallahu alaihi wasallam, konnte er kaum glauben, dass diese auch für ihn selbst gültig war. Die Mekkaner, sie wussten, was sie den Muslimen antaten. Über 2 Jahrzehnte. Mord und Folter und Konfession und Rufmord, ja, der im damaligen gesellschaftlichen Kontext noch schlimmer war als ein Mord. Ja. Sie wussten es. Es kann nicht sein, dass er mir auch vergibt. Als Abdullah deswegen beim Propheten vorsprach, sallallahu alaihi wasallam, bestätigte dieser sofort, er ist sicher, er steht unter Allahs Schutz, also lass ihn kommen. Dann mahnte er jene, die in seiner Nähe waren, keine bösen Blicke für Suhail. Man durfte ihn noch nicht mal diesen Menschen, der wie gesagt 2 Jahrzehnte gegen den Islam arbeitete, noch nicht mal böse anschauen, subhanallah. Ja, das war die Erziehung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lasst ihn in Freiheit kommen, denn bei meinem Leben, er ist ein kluger und ehrenwerter Mann und keiner, der blind ist für die Wahrheit des Islam. Er sieht in ihm einen potenziellen Muslim. Er schaut auch auf die guten Eigenschaften in dieser Person. Das sollen wir auf uns anwenden, liebe Geschwister, auf unsere Lehrer, auf unsere Nachbarn, auf die Leute, die am Kiosk stehen und irgendeinen dummen Spruch lassen, wenn man vorbeiläuft. Ja? Nicht, dass wir jetzt ständig an Kiosken vorbeilaufen, aber ja, wir kennen diese Momente. Ja? Und Suhail, er nahm noch nicht mal sofort den Islam an, übrigens. Ja? Er hat in diesem Moment nicht seinen Islam verkündet. Weil, liebe Geschwister, einiges kommt auf uns zu. Chemnitz, liebe Geschwister, das ist ein Anfang. Und ihr werdet Steigerungen sehen. Und Chemnitz ist noch lange nicht abgeschlossen. Dieses Kapitel Chemnitz, was noch passiert heute und die an diesem Wochenende im Speziellen und die nächsten Wochenende, ja, es wird weitergehen. Und aus Chemnitz werden andere Städte. Und vielleicht schwappt es sogar über in Gegenden, in die wir nicht für möglich gehalten hätten, dass sich solche Menschen auf diese Art und Weise äußern können. Und nicht alles, liebe Geschwister, haben wir in der Hand. Nicht wir sind hauptverantwortlich, nein. Wir dürfen aber auch selbstkritisch schauen, was können wir noch tun? Oder was können wir weiter tun? Und dabei bleiben, liebe Geschwister, allein das ist schon, wie ich bereits gesagt habe, ist anstrengend, ist nicht leicht, ist nicht easy. Aber wir tun dies für Allah Ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Menschen sogar Sadaqa gegeben hat, beziehungsweise Zakat gegeben hat, die kein Interesse am Islam hatten. Aber er gab ihnen diese Zuwendungen, damit sie zufrieden waren mit der muslimischen Gesellschaft. Ja? Ibn Abbas, der überliefert, Inna qawman kanu ya'tuna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, fa'in a'tahum madahu al-islam, wa qalu hadha dinun hasan. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gewissen Menschengruppen gab, damit die Menschen ein oberflächliches Lob, das ist nicht ein religiöses Lob, damit sie das System des Islams loben. So wie man auf Feststellungsebene auch den Sozialstaat in Deutschland begrüßt und das Gesundheitssystem in Deutschland begrüßt. Auch wenn man nicht religiös ist, man sagt, das ist ein gutes System. Ja, dieser Islam ist ein gutes System. Weil Al-Madh, liebe Geschwister, ist ein Lob auf Feststellungsebene, ohne Ehrfurcht, ohne Liebe. Und das ist hier im Hadith erwähnt. Wir sprachen bereits, glaube ich, die letzten Freitagspredigten öfters mal über den Unterschied zwischen Al-Madh und Al-Hamd. Ja, und dass ein Araber niemals Al-Madhu Lillah sagen würde und niemals Menschen wie die Leute, die dort mit dem Hitlergruß auftreten, ihnen niemals ein Hamd zukommen lassen würde. Ja. Aber haben wir
dieses große Herz? Können wir die Menschen einladen zu einem Halal-Essen? Können wir ihnen zulächeln? Können wir in ihnen ja, das Potenzial zum Guten noch erkennen? Und das ist da, liebe Geschwister. Wenn es bei denjenigen da war, die 20 Jahre den Propheten bekämpften, sallallahu alaihi wasallam, die Menschen hier, liebe Geschwister, sie sind leichter zu gewinnen als damals die Quraysh. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sprach sie an. Ya ma'ashar al-Quraysh, o Leute der Quraysh. Ja, als er Mekka betrat. Ma tarawna anni fa'ilun fikum. Was denkt ihr, was ich jetzt mit euch mache? Ja, und wisst ihr, was sie sagten? Khairan, nur Gutes. Weil sie den Propheten kannten. Sallallahu alaihi wasallam. Achun Karim, du bist unser ja, großzügiger, edler Bruder. Sohn des großzügigen und edlen Bruders. Und so war er, sallallahu alaihi wasallam. Und er sprach, idhabu fa antumut tulaqa. Geht, ihr seid frei, ihr seid befreit. Haben wir das im Herzen, liebe Geschwister? Das sollten wir in unserem Herzen erziehen. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten, Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Unsere Regierung ist ein starker, allgegenwärtiger Lehrer. Zum Wohl oder Übel lehrt es das Volk durch sein Beispiel. Kriminalität ist ansteckend. Wenn die Regierung ein Gesetzesbrecher wird, verbreitet sie so Verachtung für das Gesetz, lädt jeden Einzelnen dazu ein, sich sein eigenes Gesetz zu machen und lädt so zur Anarchie ein. Das sagte einer der obersten Richter Amerikas, der USA, Louis Brandeis, als er beschrieb, wie die politische Elite das Volk erzieht und wie das Volk auf die politische Elite achtet. Und die Ausschreitungen, diese Grenzüberschreitungen, diese Zivilisationsbrüche, die wir jetzt sehen und die relativiert werden, die beschwichtigt, die mit einer Beschwichtigungspolitik behandelt werden, das alles spiegelt natürlich ein politisches Klima. Und das können wir nicht auf irgendwelche nicht integrierten Rechtsradikalen abschieben, das, was wir jetzt sehen, liebe Geschwister, sondern es spiegelt eine Politik. Es spiegelt einen Teil einer Politik, bei der es jetzt gilt, als Muslim sich mit der Gesamtgesellschaft zu verbinden, mit den Verständigen, damit die Anfänge des Faschismus unterbunden werden. Wir sollen also Kontakte suchen, liebe Geschwister, Bündnisse suchen, um gegen diese Bedrohung zusammen vorzugehen. Und dazu brauchen wir ein großes, befreites, hoffnungserfülltes, starkes Herz. Vertrauen auf Allah Ta'ala. Und viel Geduld, liebe Geschwister. Wir wollen nicht untätig sein. Allah möge uns viel Beistand geben. Und dass wir diesen Beistand suchen. Ista'inu bis-sabri was-salah. Und sucht die Hilfe durch Geduld und durch das Gebet. Die öffentliche Aufmerksamkeit der Medien hat ihnen erst die Akzeptanz zugeführt, die sie als legitime Herausforderung im politischen Raum definiert hat. Die sozialen Medien hätten das allein nicht geschafft. Ja? Die ihnen die Akzeptanz zugeführt hat, die sie als legitime Herausforderung im politischen Raum definiert hat, damit sind die Rechtspopulisten gemeint. Und das sagte der promovierte Medienwissenschaftler
der Universität Erfurt, der hat dort einen Lehrauftrag, Professor Kai Hafes. Ja, und zwar im deutschen Kontext. Natürlich, die Worte Brandeis, die haben einen anderen politischen Kontext, aber einen vergleichbaren, mit vergleichbaren Aspekten. Liebe Geschwister, wir sind nicht verantwortlich für die großen Weichenstellungen der Politik. Und wir haben auch die Medien, liebe Geschwister, nicht im Griff. Wir wollen Verantwortung tragen. Mich hat eine sehr bekannte Talkshow eingeladen. Und es fiel nicht leicht zuzustimmen. Weil die nächsten 2-3 Tage sind dann gefüllt mit Angriffen und man sieht dann sein Bild und ja, in den Medien. Niemand will diese Verantwortung im Sinne von will, weil das Genuss verschafft. Nein, ich sagte zu. Und 2 Tage vor Aufnahmetermin haben sie mich ausgeladen und ersetzt durch jemanden, der hier nicht geboren ist, der Deutsch offenkundig nicht als Muttersprache spricht, der auch keinen Abschluss hat, ja, der sich anders kleidet, anders gibt. Und da habe ich gemerkt, bestimmte Stimmen möchte man nicht hören auf dieser Ebene der Talkshows. Bestimmtes möchte man nicht fördern. Bestimmte möchte man keine Bühne geben. Schade. Und es wird erstmal nicht besser werden, liebe Geschwister. Es wird erstmal schlechter werden, bevor es wieder besser wird. Aber Allah Ta'ala, er weckt uns auch auf durch solche Herausforderungen. Denn der Mensch, er wächst am Widerstand. Charakterlich, wie auch körperlich. Psychisch, wie auch physisch. Und der Widerstand ist erhöht. Natürlich, wenn wir uns vergleichen, Muslime heute und hier, Muslime vor 20 Jahren. Wir haben weite Fortschritte gemacht. Aber wir sind immer noch nicht dort, wo wir hingehören. Wir sind immer noch nicht dieser Herausforderung so gewachsen, dass sie keine Herausforderung mehr ist. Und jeder soll einen Beitrag zur Gemeinde leisten, liebe Geschwister. Jeder kann einen Beitrag leisten. Das ist enorm wichtig. Wir sind weiterhin aktiv. Wir schließen den Laden nicht. Alhamdulillah, wir haben letztens mal zusammengezählt, wir haben mit über 110 Institutionen in den letzten Jahren interagiert. Wir waren irgendwo Referenten oder sie kamen im Rahmen von Moscheeführungen und anderen Begegnungsformaten. Ja? Alhamdulillah. Wir tun unseren Teil. Ihr wisst, wo euer Geld hingeht, liebe Geschwister. Obwohl das meiste Geld geht in Strom, Wasser und Miete. Und ja. 60, 70 Geschwister sind hier regelmäßig aktiv, liebe Geschwister, und tragen Verantwortung, leisten ihren Beitrag. Andere haben vielleicht nicht die Zeit oder die Situation, dass sie selbst aktiv sein können, aber sie spenden. Ein Bruder, der ist nicht reich. Ja? Er gibt jeden Monat 100 Euro. 100 Euro. Er ist vielleicht jetzt 5-mal im Jahr hier, aber er gibt 100 Euro und er weiß, was damit gemacht wird. Jeder soll anpacken, andere Geschwister, sie organisieren Begegnungsmöglichkeiten. Geschwister halten Vorträge, ja, über muslimische Geschichte, über islamische Inhalte, in ihren Schulen, an Unis. Jeder sollte jetzt sprechen, jeder sollte aktiv sein oder dabei helfen, eine Stimme zu erheben oder aktiv zu sein. Und sich darauf einstellen, dass es uns auch die nächsten Jahre erwartet. Und nun, liebe Geschwister, auch wenn es weh tut, auch wir müssen in unseren Reihen das Leben, was wir von anderen fordern. Als der Prophet beispielsweise sallallahu alaihi wasallam seine Prophetengefährten über eine bestimmte Person fragte, was denkt ihr über diese Person? Und sie sagten, oh, wenn er spricht, hört man ihm zu und man leistet ihm Folge. Und wenn er um die Hand einer Frau anhält, man unterstützt sein Heiratsanliegen. Und ein anderer Mann, über den der Prophet fragte, sallallahu alaihi wasallam, sie sagten, wenn er um die Hand einer Frau anhält, man lehnt ihn ab. Und wenn er spricht, man hört ihm nicht zu. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, diese Person, die eine arme Person unter den Muslimen war, ja, sie ist besser als die gesamte Erde vom Typ,
Vom ersten Typ, über den wir vorher gesprochen haben, vom Typ Mensch. Ja. Aber wir unterteilen unterbewusst manchmal auch noch nach, wer hat Geld, wer hat kein Geld. Und der Prophet Mohammed, er sprach doch, ja, kein Araber hat einen Vorzug gegenüber einem Nicht-Araber und kein Nicht-Araber hat einen Vorzug gegenüber einem Araber und kein Schwarzer gegenüber einem Roten und kein Roter gegenüber einem Schwarzen. Also er sprach die Abstammung an, er sprach auch die Hautfarben an und sagte, das ist alles vor Allah Ta'ala gleich. Die Taqwa ist es, nach der Allah Ta'ala bewertet. Und liebe Geschwister, wir wissen, wir haben auch in unseren Familien manche Menschen, die urteilen nach Geld, nach Hautfarbe, nach Abstammung, ja. Auch dort haben wir Baustellen. Auch dort haben wir Baustellen. In unseren Familien. Und Alhamdulillah, ich genieße diese Moschee und ich genieße auch andere Moscheen. Aber ich genieße diese Moschee einen Tick mehr, weil hier eine Vielfalt zusammengekommen ist, die vielleicht in anderen Moscheen so nicht da ist. Und wir helfen, ja. Wir wollen ein Beispiel sein, dass muslimische Institutionen durchweg, ja, diese Vielfalt widerspiegeln. Und diese oberflächlichen Kriterien, nach denen einige bewerten, dass diese keinen Wert mehr für uns besitzen. Dass sie uns nicht mehr antreiben. Denn manchmal, liebe Geschwister, ist das, was man bei seinem Feind sieht, ja, und Rassisten wollen wir auch nicht anders beschreiben. Ja. Das sind keine unangenehmen Menschen. Das sind Menschenfeinde. Ja? Die wollen wir auch nicht unterschätzen. Aber manchmal passiert es, dass etwas überschwappt. Oder manchmal passiert es, dass wir selber, ja, eine Eigenschaft in uns drin haben und sei sie auch geringer, aber sie ist immer noch da. Das würden wir diesen Tagen nicht vergessen. Allahumma amin. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim. O Allah, wir bitten dich um viel Geduld, O Allah. Wir bitten dich um Tatkraft, O Allah. Wir bitten dich um hoffnungserfüllte, energiegefüllte Herzen, O Allah. Und bitte vereine unsere Herzen zu einem Herzschlag, O Allah. Und bitte vereine unsere Hände zu einem Handschlag, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden. Bitte führe uns zum fünfmaligen Gebet tagtäglich aus Liebe und Sehnsucht dir gegenüber, O Allah. Allahumma amin. O Allah, vergib auch unseren Eltern, unseren Geschwistern insgesamt. Rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst, O Allah, und lasse uns ein Mittel deiner Rechtleitung sein. O Allah, bitte hilf uns, den Unterdrückten beizustehen. O Allah, bitte beschenke uns damit, den Bekriegten Frieden zu schenken, O Allah, und den Unterdrückten Selbstbestimmung. O Allah, bitte heile die Kranken, bitte verheirate die Unverheirateten unter uns. Bitte schenke den sich Kindern wünschenden, rechtgeleitete, gesegnete Kinder. O Allah, bitte befreie diejenigen, die sich in einer Notlage befinden, von ihrer Notlage und schenke uns Erleichterung, O Allah, und schenke uns Erleichterung durch Stärke. O Allah, wir bitten dich nicht darum, dass du die Situation für uns erleichterst, sondern wir bitten dich darum, dass du uns stärkst für die Situation, O Allah. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.